Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung zu unserem ersten Kampagnen-Update. Es ist noch nicht mal 24 Stunden her, dass wir die Kampagne veröffentlicht haben und wir haben schon unser Minimalziel erreicht. Ja, das hätten wir nicht gedacht. Tausend Dank, können wir da sagen. Ja. Wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Wir freuen uns riesig, dass die Kampagne offensichtlich gut bei euch ankommt, dass vor allem auch die ganzen unterschiedlichen Dankeschöns, wir haben ja wirklich große Auswahl euch da gegeben und von allem ist irgendwie schon was weggegangen. Das finden wir natürlich großartig. Die Reviews sind schon weg. Die sind ausverkauft schon, die Wunsch-Reviews. Aber es gibt noch Let's Plays. Es gibt natürlich noch jede Menge Tickets für unsere allererste Brettspiel-Con am 4.5. Juli 2015, dem Wochenende. Und da auch nochmal wirklich ein ganz großes Danke an alle, die mit so einem Vertrauensvorschuss jetzt da sich schon Tickets für diese Con besorgt haben, wo es ja noch nicht mal ein Programm gibt. Das Event hat noch nie stattgefunden, ist für uns eine Premiere. Aber wir sind wirklich felsenfest davon überzeugt, dass wir zusammen da tolle zwei Tage auf die Beine stellen und dann echt viel Spaß haben werden und einfach viel spielen, spielen, spielen. Da gilt es auch zu wissen, habt ihr da noch Wünsche, Anregungen, was genau soll da irgendwie ganz persönliche Sachen, ja, Pen and Paper kam jetzt zum Beispiel auch. Als Frage, soll genau. Pen and Paper auf der Con angeboten und gespielt werden. Wie sieht es da bei euch aus? Wenn ihr da auf irgendwas Spezielles Bock habt, schaut doch mal in unser Forum rein, auf unsere neuen Homepage. Ja, und da könnt ihr alles posten. Eure Wünsche, Anregungen. Weil wir wollen dieses Event natürlich auch mit und für euch zusammen gestalten. Wie gesagt, bald wird es das offizielle Programm geben, was wir uns alles so überlegt haben. Und vielen, vielen Dank. Wie gesagt, der Schnittcomputer, der steht sozusagen. Ja. Und jetzt nehmen wir natürlich die nächsten Stretch Goals in den Blick und hoffen, dass wir da auch noch was erreichen können. Der Traum von der GenCon ist noch nicht ausgeträumt, auf keinen Fall nach einem Tag. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Unterstützen. Danke. Ja. Und wir melden uns dann wieder mit dem nächsten Kampagnen-Update. Ganz genau.